Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Wenn Gott etwas bei dir tun möchte, kann es niemand stoppen. Glaubst du das? Nur du. Lass es zu, was Gott mit dir vorhat. Dein König, er kommt zu dir. Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Es heißt, unser Retter ist da. Er ist ein König, unser Herr, ein König außerhalb jeglicher Norm. Er ist ein Gott, der Wunder tut. Und er ist ein Gott, der, Gott sei Dank, das tut so, wie er es möchte und nicht, wie wir es uns vorstellen. Der Mensch möchte Gott sagen, was er tun soll. Gott sei Dank, dass der Mensch keinen Einfluss hat auf all das, was Gott tun möchte. Und ich möchte ein Stück der Geschichte vorlesen, die wir öfters an Weihnachten hören. Das steht in Lukas 1, Abvers 28. Da heißt es: Der Engel kam zu Maria und sagte: Sei gegrüßt, Maria, Gott ist mit dir. Er hat dich unter allen Frauen auserwählt. Maria fragte sich erschrocken, was diese seltsamen Worte bedeuten könnten. Hab keine Angst, Maria, redete der Engel weiter. Gott hat dich zu etwas Besonderem auserwählt. Und das sagt er auch zu dir. Hab keine Angst, setz deinen Namen ein. Hab keine Angst, Gott hat dich zu etwas Besonderem auserwählt. Ich komme jetzt nicht dann gleich in der Auslegung darauf, dass ich sage, ja, auch du sollst einen Jesus hervorbringen. Nein, das war eine einmalige Sache. Aber Gott hat dich speziell auserwählt, etwas zur Geburt zu bringen, das deine Berufung ist. Da geht es weiter. Vers 31. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Jesus soll er heißen. Er wird mächtig sein und man wird ihn Gottes Sohn nennen. Gott, der Herr, wird ihm die Königherrschaft Davids überbringen. Wie kann das geschehen? Fragte Maria den Engel. Ich bin doch gar nicht verheiratet. Der Engel antwortete ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft Gottes wird sich an dir zeigen. Darum wird dieses Kind auch heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Gott hat etwas Besonderes mit dir vor. Aber nicht erst seit heute, aber vielleicht begreifst du es erst heute, dass Gott was Besonderes mit dir vorhat. Gott braucht nicht die Hilfe von Menschen, um sein Potenzial in dir freizusetzen. Es ist deine Entscheidung. Es ist nicht die Entscheidung von deiner Frau, von deinem Mann, sondern es ist die Entscheidung von dir, ob Gott in dir sein Potenzial freisetzen darf. Darf es wirklich? Wenn Gott etwas bei dir tun möchte, kann es niemand stoppen. Glaubst du das? Nur du, indem du sagst, nein, oder nicht zulässt, oder sagst, oh Gott, mach mit mir, was du willst. Ja, das ist nicht ein Zulassen, sondern das ist eigentlich so eine laues, ist mir alles egal, wenn du es Gott machst, dann ist auch recht. Nein, lass es zu, was Gott mit dir vorhat. Dein König, er kommt zu dir. Dein König, er kommt zu dir. Er möchte in dir das zur Geburt bringen, ihr Lieben, was zur Geburt zu bringen ist in deinem Leben und was er möchte. Niemand kann stoppen, was Gott bei dir tun möchte. Der König, er kommt zu dir und du bist auserwählt.
Du bist nicht einer, wo sagt, vielleicht kommt er mal zu mir, vielleicht auch bei so vielen Millionen, Milliarden von Menschen, vielleicht kommt er auch mal zu mir. Es ist deine Entscheidung, er möchte heute zu dir kommen. Er möchte heute zu dir kommen, er möchte bei dir bleiben. Und sind bestimmt viele da, wo sagen können, er ist schon lange bei mir und das ist so schön. Der, welcher das gute Werk in dir begonnen hat, er möchte es auch vollenden. Wenn man manchmal in Länder kommt, da sieht man Baustellen, die leer sind, also ist noch nicht fertig, aber ist auch kein Kran mehr dran und so weiter. Alles so halbfertige Baustellen, wo sich nichts mehr tut. Und so sehe ich es auch manchmal bei Christen. Sie haben mal gut angefangen, ein gutes Fundament, aber sie haben aufgehört zu bauen, ihr Leben zu bauen mit Gott. Und dann ist das Ganze drumherum auch irgendwo, alles ist irgendwo abgeräumt und es ist eine angefangene Baustelle. Und ich sage dir, wir sollen nicht eine angefangene Baustelle sein, sondern wir sollen gegründet sein auf unseren Herrn und da wachsen. Ständig wachsen, ständig wachsen. Ihr könnt es ja schon sehen, eure Bäume und eure Sträucher in eurem Garten machen das ja auch vor, ein ständiges Wachsen. Und nur da, wo Leben drin ist, da wächst auch. Ja, der König kommt und niemand kann es aufhalten. Maria war einsam, ausgestoßen, hatte Schmerzen. Und ihr Lieben, ihr könnt euch in die Situation hineindenken oder auch nicht. Geht mal in den Orient und denkt mal zurück in die Zeit, wo Maria gelebt hat. Das war schlimm. Sie bekommt ein Kind und das Kind, das kann nicht sein. Und das Geratsche über Maria, das kann ich mir gut vorstellen, aber wahrscheinlich nicht in der Dimension, wie es dort war. Das ganze Gesetzliche, das ganze, das kann nicht und die Leute sind doch gesteinigt worden und so weiter. Das kann doch nicht sein. Es war noch nie da. Es war noch nie ein Jesus, wo eine Maria empfangen hat oder wie sie auch heißt. Es war noch nie eine da. Noch nie gab es das. Das kann es dann auch dieses Mal nicht sein. Und ich sage dir, du wirst dich noch in der Zukunft vielen Dingen, wirst du überrascht sein, dass Gott was tut, was es noch nie gab. Er wird nicht einen weiteren Jesus auf die Welt bringen. Das ganz sicher nicht. Aber er wird vieles in Existenz sprechen, wo du sagst, total unmöglich. Das gab es noch nie. Und ich sage dir, es werden wunderbare Zeiten kommen. Aber die Maria hatte Schmerzen und das ist auch ein Zeichen, also zur Geburt. Und kein Mann kann mit einer Frau mitfühlen, mit Geburtswehen und Geburtsschmerzen, obwohl die Männer manchmal umfallen und die Frauen müssen weiterarbeiten bei der Geburt. Aber ein Mann kann das nie mitfühlen, was das für Schmerzen sind. Und ich sage euch, wir leben auch in einer Zeit, die nicht einfach ist und da Schmerzen da sind, Schmerzen, aber es wird was zur Geburt kommen, was von Gott kommt. Und das ist das, was wir brauchen. Wisst ihr, wir machen lauter so eigene Dinge, aber das, was von Gott geboren wird und aus Gott geboren, das ist was Herrliches. Bring zur Geburt, was der König in dich hineingelegt hat. Durch deine Gaben, durch dein Wesen, was er in dich hineingelegt hat. Ihr Lieben, wir empfangen im Gottesdienst von Gott und unter der Woche wird so viel abgetrieben. Und ich meine jetzt nicht Kinder abgetrieben im Moment, sondern das, was du empfangen hast. Wir empfangen in Konferenzen oder im Gottesdienst Gottes Wort. Oh ja, Herr, das möchte ich tun. Und manchmal dann schon im Gerede mit dem Nächsten wird's abgetrieben, indem dir der Glaube genommen wird. Ja, das ja, war früher so, war in der Bibel so, war dort so. Aber das kannst du doch heute nicht mehr nehmen. Das muss man im Übertragenen sehen. Oder das musst du bildlich dir vor Augen stellen. Das ist nicht die Realität. Ich sag dir, es ist die Realität. Du hast selber die Entscheidung.
Nimmst du das an? Der König kommt zu dir oder treibst du das ab, wo du sagst, aber doch nicht mit mir. Wer bin ich denn schon? Wer bin ich denn schon? Hätte Maria auch sagen können, wer bin ich denn schon, dass ich diejenige bin und so weiter. Ich sag dir, ob Mann oder Frau, sagt nicht, wer bin ich denn, sondern danke Herr, dass du mich dafür gebrauchen möchtest. Außerhalb der Norm. Maria war erfüllt mit dem Ziel, Jesus zur Geburt zu bringen. Und wie ich schon sagte, wir empfangen oftmals gern und ach ja, 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen und sagen, ach ja, ich weiß doch nicht. Ich glaube, ich gehe wieder zum alten Zustand zurück, weil das ist mir alles zu, ach ja, ich weiß nicht. Ich sage dir, halte durch, bringe das zur Geburt, was Gott in dich hineingelegt hat. Bringt das zur Geburt und das bringt manchmal dir unbequeme Fragen, ja warum und wieso? Die Normen und die Normalität macht durchschnittlich und durchschnittlich verändert gar nichts. Durchschnittlich fällst du nicht auf und dann sagst du genau richtig, ich möchte auch nicht auffallen. Gott möchte aber dass aus dir das Unikat herausleuchtet und nicht einfach die Durchschnittlichkeit. Gott hat Unglaubliches an unmöglichen Plätzen gemacht. Ich möchte euch gerade mal Beispiele sagen. Ja, der König aller Könige wurde im Stall geboren. Total unlogisch, total außerhalb der Norm, aber wir wissen alle, das war so. Jesus lief auf dem Wasser. Was für ungewöhnlich. Wie ist das denn ungewöhnlich? Jesus hat Brot vermehrt. Was ist das ungewöhnlich? Jesus ging zu den größten Sündern. Er ging zu der Sünderin, zu den Sündern, zu den Zollaufsehern damals, die in der Bibel als Sünder zum Beispiel dienen. Und er ging dorthin. Und was war? Er hat diese Menschen, die total außer der religiösen Norm waren, diesen Menschen die Chance gegeben, in die göttliche Familie zu kommen. Hat diesen Menschen die Chance zu geben, umzudrehen. Wie war es mit einem Saulus? Jesus ist ihm begegnet und der größte Gegner wurde zum größten Vertreter für das Reich Gottes zu der damaligen Zeit. Außerhalb der Norm. Religiöse Normalität bringt uns weg von dem, was wir haben könnten. Ich sag dir, der König kommt zu dir. Der König, dein König kommt zu dir. Hast du Gottes Spezielles verpasst? Weil du machst alles, was auch andere machen. Lasst uns mal ein bisschen in uns reingehen. Machen wir unser Christsein so, wie es andere machen? Und wenn wir mit dem, wie es andere machen, nicht zufrieden sind, gehen wir ins Internet und schauen nach, wie es andere machen. Und sagen, ja, das Stück gefällt mir dort besser, das gefällt mir da besser, das gefällt mir da besser. Und diese Mischung mache ich jetzt. Ich sag dir, Gott möchte dir nicht eine Mischung geben, sondern dein spezielles, berufenes, das, was er in dich hineingelegt hat. Alles andere ist Kopie, alles andere ist irgendwo kraftlos, sondern genau das, was Gott in dich hineingelegt hat. Siehe, dein König kommt zu dir. Ich sage nicht, kommt zu euch, sondern kommt zu dir. Dein König kommt zu dir und sagt, so wie du bist und was ist die gute Voraussetzung, das zu machen, was ich mit dir vorhabe. Ja, aber Herr, mein Zwillingsbruder, meine Zwillingsschwester, ach, die macht doch das so oder das macht so. Oder meine Glaubensschwester, mein Glaubensbruder, mach doch das alles so. Ich sage dir, Gott kommt zu dir.
auch wenn du ein Zwilling bist. Gott kommt zu dir. Und lass wirklich Gottes Spezielles in deinem Leben wirken. Gott möchte auch in dir etwas ganz Spezielles zur Geburt bringen. Und wisst ihr wo? Im Stall, wo es keiner mitbekommt. Ist das schlimm? Für manche schon. Die brauchen alles, die brauchen Rambazamba und ja, boah. Ich sag euch, die meisten von euch, du hast vielleicht schon dein Stallerlebnis vom Empfangen gehabt und hast das entweder abgetrieben, dass du gesagt hast, nee, also ich möchte so sein wie die drumherum, weil die mag ich alle so sehr. Oder es ist wie eine Tüte Samen. Mit dem Samen kannst du was anfangen, aber du musst ihn wirklich wachsen lassen. Du musst ihm Potenzial geben, du musst ihm das Wasser geben, du musst ihm den Boden geben, dass der Same wächst. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und ihr Lieben, der König kommt zu dir, aber lass auch das, was er in dich hineingelegt hat, lass es wachsen. Bis es zur Geburt kommt. Lass es wachsen und warte nicht immer, bis immer gesagt wird, tu doch, mach doch und du sagst, ja, hat ja recht, aber. Deine unmögliche Situation ist der Geburtsort für etwas Grenzenloses von Gott. Ich weiß, ich kenne mich ja auch, wenn alles richtig toll wird und das so wird und die so werden und das so ist und so weiter, dann wird es geschehen. Es geschah nie so. Es geschah nie so. Ihr Lieben, Gott möchte dir das ganz speziell geben. Und ich glaube auch, dass eine Riesenerweckung in Deutschland ausbricht. Und ich habe mal wirklich geglaubt, dass da erstmal die Christen eins sein müssen und dass da das und jenes alles funktionieren muss und das und ja, alles funktionieren muss. Und ihr Lieben, ich wurde bitter, bitter enttäuscht. Und ich glaube, der Herr wird kommen. Vielleicht mitten in ein Chaos hinein. Wenn der Herr kommt und was zur Geburt bringen möchte, wird es geschehen. Und vielleicht so manche, die alles nach der Formel getan haben, sagen, das kann es nicht sein. So war es auch bei Jesus. Das kann es nicht sein. Ihr wisst, wie er von den eigenen Leuten verfolgt wurde. Von den Pharisäern wurde er verfolgt, von den eigenen Leuten. Du sagst, das kann ich nicht aushalten. Sowas ist schwer auszuhalten, selbstverständlich. Aber ich sage dir, wichtig ist, dass es nicht von dir kommt, sondern dass es von Gott kommt. Weil das gibt es natürlich auch, dass Menschen was vortäuschen, das kommt von Gott. Da müssen wir prüfen. Aber das, was von Gott kommt, das wird wachsen und wird zur Geburt kommen und wird Herrliches hervorbringen. Bei dir. Halleluja. Komm heraus aus deiner bequemen Normalität und empfange, was Gott für dich hat. Empfange das, was Gott für dich hat. Komm raus aus dieser Normalität. Was tat Gott außerhalb der Normalität? Er wirkte außerhalb der Synagogen. Außerhalb der jüdischen Gotteshäuser. Jesus war ja Jude. Er wirkte außerhalb, nicht drin. Er war außerhalb geboren, im Stall. Und er starb auch außerhalb von den Mauern Jerusalems. Ihr Lieben, er war außerhalb der Norm. Jesus begegnete der Sünde außerhalb der Normalität. Nicht mit irgendwelchen Ritualen, irgendwelchen Abbüßdinger, sondern er kam und gab sein Leben, damit wir Vergebung haben können. Außerhalb der Normalität. Und wir meinen manchmal, wir müssen eine Normalität schaffen, um Sünden zu vergeben.
Oder dann die ganz moderne Version, Sünde gibt es eigentlich so nicht mehr. Das ist alles, ihr Lieben, möchte sagen, Schrott. Weil, ihr Lieben, die Normalität, die Gott, die göttliche Normalität, die er geschaffen hat, ist, komm zu mir, werde mein Kind, ich vergebe dir alle Schuld und Sünde. Das ist göttliche Normalität. Aber gegenüber der Welt total außerhalb jeglicher Normalität. Der König kommt zu dir außerhalb der Normalität. Jesus braucht keine Kirche, um zu kommen, sondern er hatte den Star. Er kommt außerhalb der Normalität in dein Problem, in dein Gedankengefängnis, in deine Not. Er kommt außerhalb jeglicher Normalität und möchte in deinem Leben Normalität herstellen. In deinem Leben. Göttliche Normalität. Große Dinge werden außerhalb der Normalität geboren. Große Visionen kommen nicht, ihr Lieben, aus einer Normalität heraus. Sei auch du, ach, das kann nicht sein, bei dem hat es nicht funktioniert, dort hat es nicht funktioniert. Das machen alle so, kennt ihr das Wort? Das machen alle so. Warum machst du auch das so? Ich sag dir, außerhalb der Normalität, Gott hat dich für etwas ganz Bestimmtes erschaffen, das du auf dieser Erde zur Geburt bringen sollst. Große Visionen, ihr Lieben, kommen nicht aus einer Normalität. Wenn du alleine bist, der König kommt zu dir. Gerade in dieser Zeit, wo alles so still sein sollte, in der Adventszeit, ich sage dir, du hast einen, der König, und er sagt, siehe, ich komme zu dir. Sieh, ich komme zu dir. Wenn du alleine bist, der König kommt zu dir. Menschen schließen die Tür zu. Gott hat für dich eine Tür geöffnet. Und die heißt Jesus. Er sagt, ich bin die Tür. Die Tür zum Leben. Ich bin die Tür. Und diese Tür kann niemand zuschließen. Diese Tür, Jesus, kann niemand zuschließen. Man kann drüber spotten, man kann es lächerlich machen. Man kann so viel über Jesus Schlechtes reden. Aber diese Tür steht offen für jeden, der durchgehen möchte. Wir hatten kürzlich eine Konferenz und da kam morgens eine Leiterin von Deutschland und sagt, Daniel, du glaubst gar nicht, was ich erlebt habe. Ich bin gerade in Karlsruhe Taxi gefahren und dieser Taxichauffeur, den habe ich angesprochen, sagt, sind Sie auch Christ? Nee, Christ sein ist nur was für Doofe. Okay, dann sagt sie ja, also hat halt weitergeredet und dann sagt, Auf einmal sagte er, ich habe so jahrelange fürchterliche Schmerzen und irgendwie heute Nacht ist alles weggegangen. Und vorher hatte ich einen Fahrgast, der sowas von genervt hat, da wäre ich immer so explodiert und ich konnte so liebevoll mit ihm umgehen. Könnte das sein, dass das ein Einfluss von Jesus ist? Und ihr Lieben, außerhalb jeglicher Normalität, im Taxi drin, außerhalb jeglicher Normalität. Du sagst, das muss doch im Gotteshaus sein. Da muss da der und der und der Satz geredet werden und diese Bibelstelle vorweg und die Orgel muss mindestens 5 Minuten gespielt haben. Vorher geht das gar nicht. Ich sag dir, außerhalb der Normalität kommt unser Herr. Siehe, der König kommt zu dir. Der König kommt zu dir. Siehe, der König kommt zu dir. Lass ihn rein. Amen. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.